meine Kinder werden eine Pension bekommen. Insofern brauche ich Ihnen nichts erklären. Also wir werden das Pensionssystem so absichern, dass das auch meine Kinder noch in Anspruch nehmen können. Ich gehe davon aus, dass die beiden Großparteien in Österreich oder Mittelparteien diese absolute Mehrheit schaffen können und damit auch eine Weiterführung dieser Koalition unter Führung von Werner Faymann möglich ist. Ja, das wäre schlecht für Österreich. Wir haben ja zwischen 2000 und 2006 gesehen, welches Unglück über Österreich gekommen ist. Hochkonjunktur, höchste Arbeitslosigkeit, höchste Belastungen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Und wenn es da eine Zusammenarbeit gibt zwischen Schwarz und Blau mit dem Anhang Stronach, dann wäre das sozusagen ein Revival, das in Österreich hoffentlich keiner möchte. Ich arbeite jetzt einmal bis zum 29. September. Ich wünsche mir gar keinen Posten, sondern ich möchte, dass Werner Faymann Bundeskanzler bleibt und dass die SPÖ stark zulegt. Und damit stellt sich diese Frage jetzt nicht. Was danach passiert, werden wir sehen. Mir fällt jetzt keine unpopuläre Maßnahme ein, die wir umsetzen möchten, außer vielleicht, dass wir in der Verwaltung auch einsparen möchten. Das hat natürlich für gewisse Beamtengewerkschaft einen negativen Beigeschmack, aber ich sehe das nicht als unpopuläre Maßnahme. Wir machen kein Dirty Campaigning, wir zeigen auf, was die ÖVP plant. Das ist eben der 12-Stunden-Tag, das ist die Anhebung des Frauenpensionsalters und das ist, was ich ganz empörend finde, auch die Tatsache, dass die ÖVP den Wirtschaftsstandort Österreich als abgesandelt und ramponiert bezeichnet. Aber Dirty Campaigning im Sinne, dass wir irgendwelche Lügen in die Welt setzen, haben wir nie geplant und machen wir nicht. Wir haben das Plakat bezahlt und es ist auch so, dass wir ja die einzige Partei waren, die auch tatsächlich draufgeschrieben hat, wie das finanziert werden soll. Die Grünen haben es beispielsweise nicht gemacht und insofern ist es auch eigenartig, dass man uns hier Tricksen vorwirft. Ganz im Gegenteil, wir haben es ja draufgeschrieben, transparent. Aber wir werden das jetzt bis zur Klärung dieser Frage von uns bezahlen und haben das auch schon getan. Es ist schwer zu sagen, 24 Uhr ab und zu auch ein bisschen früher, aber es ist natürlich eine harte Zeit, aber Politiker verdienen kein Mitleid, wir haben uns das selbst ausgesucht und ich mache das gerne und diese 2 Wochen werden wir noch reinbeißen. Im Nachhinein muss man sagen, es war natürlich richtig, wir haben dort über 40 Jahre gute Arbeit geleistet. Aber nachdem weder von der Regierungspartei Assad noch von den Rebellen hier die Sicherheit für unsere Soldaten gewährleistet war, bin ich der Meinung, dass dieser Abzug richtig war. Und Österreich ist ja noch in anderen Gegenden, auch in der Region, beispielsweise im Libanon tätig, in Bosnien tätig, im Kosovo tätig. Also wir können uns nicht vorwerfen lassen oder brauchen uns nicht vorwerfen lassen, dass wir hier nicht unseren Beitrag leisten. Da geht es nicht um Lohnen, sondern da geht es um Sicherheit. Nein, das vermisse ich nicht, obwohl mir nachgesagt war, ich war in den letzten 6 Jahren unglücklich, das stimmt nicht. Ich habe vorzuweisen, dass ich der längstdienendste Verteidigungsminister der Europäischen Union war in dieser Zeit, habe das gerne gemacht, aber ich vermisse keine Zeremonie oder so, das ist auch nicht die Aufgabe. Ich vermisse ein bisschen, das sage ich ganz offen, die internationalen Kontakte und die Frage, wie ich dieses Amt angelegt habe international, da habe ich einen viel besseren Ruf gehabt, als es in Österreich drüber gekommen ist, ist jetzt egal. Ich habe eine andere Aufgabe und die mache ich, glaube ich, mit Engagement und freue mich auch auf die Wahl.